Hi und moin moin, herzlich willkommen bei Chris Carlos Gaming und hier im ersten Video zu Madden 21 Franchise. Wir starten heute eine neue Franchise-Karriere zusammen und werden versuchen, so weit wie möglich zu kommen, denn der Draft steht vor der Tür und vielleicht kriegen wir es hin, bis zum Draft unseren eigenen Draft als Art Mock-Draft durchzukriegen. Das Ganze findet hier auf YouTube statt und auch teilweise auf Twitch. Also guckt dort auch gerne vorbei. Der Kanal hat den gleichen Namen wie hier bei YouTube. Und dann können wir vielleicht einige Entscheidungen zusammentreffen, wie wir weiter vorgehen werden. Ich würde mich freuen, wenn ihr irgendwas sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Lasst gerne ein Like da und über jedes Abo freue ich mich natürlich. Und dann lasst uns auch direkt loslegen. Auf geht's! So, wir befinden uns hier im Hauptmenü von Madden 21 und legen dann mal direkt los. Franchise, stellen wir natürlich eine neue Liga. Wir machen das Ganze offline, da wir wirklich einfach nur gegen den Computer spielen wollen. Und nutzen Use Active Roster. Und zwar müssen wir damit nicht die ganzen Cuts vorher machen. Das heißt, Use Preseason, Use Roster haben wir teilweise dann bis zu 75 Leute, müssen das Ganze dann noch runtercutten. Das sparen wir uns. Wir nehmen den Kader, womit die Franchise auch wirklich in die jetzt abgelaufene Saison gegangen ist. Dann schauen wir mal. Er lädt das Ganze natürlich runter. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, wir nehmen natürlich die Pittsburgh Steelers. Relativ gute Defense, wir werden aber gerade zum Ende der Saison aufgrund der Verträge einiges zu tun haben. Gibt natürlich schlimmere Fälle wie die Saints, die Falcons, aber es wird trotzdem einiges zu tun sein. So, wir nehmen als Head Coach nicht Tomlin, sondern erstellen einen eigenen. Und zwar nehmen wir mal den Strategen Chris Carlos, das passt. So, Bodytype, nehmen wir natürlich ein bisschen mehr Dampf. Gesicht, gucken wir mal, werden wir das nehmen. Und natürlich Casual Style. Kompletten Trainingsanzug, das ist doch nice. So, dann können wir hier noch den Startpunkt festlegen. Preseason, wir können die auch überspringen, Regular Season machen oder direkt zum Draft springen. Wir nehmen hier die Preseason, die paar Spiele noch eben mitnehmen, ein bisschen die Mannschaft kennenlernen, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, gerade für die, die das erste Mal Madden spielen. League Settings, gehen wir mal rein. Einstellungen gehen wir jetzt einmal gemeinsam durch. Hier oben legt ihr die Schwierigkeit fest. Rookie, Pro, All-Pro, All-Madden. Wir nehmen hier mal All-Madden. Ich habe bisher immer All-Pro gespielt. Ja, man geht dann schon mit 14-2 durch die Saison. Im schlimmsten Fall verliert vielleicht dann nochmal den Super Bowl. Guckt euch das an. Falls ihr das erste Mal anfangt, erstes Spiel hier startet, nehmt erstmal Rookie und steigert euch dann, wenn es zu einfach wird. Ihr werdet jedes Mal eine Umgewöhnung haben, werdet einige Interceptions werfen, aber wir starten hier mal. Das lassen wir auf Arcade. Das lassen wir durch. Die ganzen Standardeinstellungen, Salary Cap natürlich an. Das macht es interessanter. Injuries genauso. Minimal Roster. Machen wir mal. Machen wir mal off. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. So, Breakout-Szenario, das Training. Hier müsst ihr selbst entscheiden. Ihr könnt das Training jedes Mal manuell machen. Ihr müsst es dann selbst nicht spielen, sondern ihr könnt es trotzdem noch simulieren. Habt aber jedes Mal die Auswahl. Müsst also zu jedem Spieltag nochmal die Entscheidung treffen. Ich ändere das Ganze mal. Der Vorteil ist, wenn ihr es manuell macht, es gibt drei Spieler, die etwas mehr XP bekommen. Das sind in der Regel, wenn ihr auf Auto stellt, immer die drei ersten Picks des Drafts. Die landen dort automatisch drin.
Kann natürlich sein, dass ihr dann eher aus dem Draft des Jahres vorher einen Spieler haben wollt, den ihr weiterhin pushen wollt. Dann sollte das Ganze auf dem Manuell stehen, dass ihr das wirklich einstellen könnt. Ist aber jederzeit in den Einstellungen normal änderbar. Trade Free Agency, das Ganze wollen wir natürlich selbst machen. Und den Rest würde ich persönlich auf Standard lassen. So, Start Play und los geht's. Und dann werde ich jetzt nochmal das Menü erklären, bevor wir wirklich loslegen. Ihr seht hier den Startbildschirm hier oben. Der erste Punkt schon ausgewählt. Da kommt zwar teilweise Nachrichten, wenn Spieler mit euch sprechen wollen, wie hier Big Ben. Führt die Unterhaltung, Scouts stellen dort auch Fragen, das Management. Das wird immer von Tag zu Tag unterschiedlich sein. Dieses Feld, Upgrade Players, kommt auch zwischendurch. Ihr habt es teilweise direkt nach dem Training, weil Spieler wieder die XP voll haben und quasi so eine Art neues Level haben. Ihr könnt dann nochmal Skillpunkte ablegen. Ich zeige euch das mal. Diese Spieler haben quasi neue XP-Level erreicht. Und ihr seht das rechts unter der 74. Darunter ist der XP-Balken, ist der voll, könnt ihr wieder einen Punkt nehmen. Jetzt haben wir hier Washington. Den gebe ich den Punkt hier. Und ihr seht, die Gesamtstärke steigt dadurch. Sie kann auch mal gar nicht ein Level hochgehen, sie kann auch mal zwei hochgehen. Ist immer unterschiedlich. Das Ganze könnt ihr auch hier manuell euch selbst auswählen oder Y. Da ich auf dem PC spiele, ist es natürlich die Xbox-Controller-Einstellung. Könnt ihr es auch manuell machen. Dann wird immer das Bestmögliche genommen. Danach kommt das Spiel. Jetzt Preseason, später die richtigen. Ihr könnt zur nächsten Woche springen und ihr könnt hier das Team ändern. In der Free Agency gucken. Ihr könnt welche auf den Trade-Block packen. Also Spieler, die ihr loswerden wolltet. Dann kommen automatisch zum nächsten Spieltag die Angebote ins Haus geflattert. So, nächster Punkt ist einmal der Kader Lineup. Ihr seht hier Offense, Defense, Special Team und nochmal die Spezialisten. Darauf werde ich später nochmal eingehen. Ich werde ein extra Video für Salary Cap machen. Ich werde noch eins für den Draft machen und das ganze Scouting-Thema, weil das ist sehr umfangreich. Ist aber mit so das Interessanteste. Hier könnt ihr euch erstmal einen Überblick verschaffen, welche Stärke haben die Spieler. Gehen wir jetzt hier auf Quarterback, das ist schon die ganz aktuelle Variante. Ihr seht, Dwayne Haskins, der wurde zum Ende der Saison verpflichtet. Ihr habt hier also noch Spieler drin wie Vince McDonald. Die haben jetzt ihren Rücktritt erklärt, die sind hier noch drin. Gleiche natürlich als Beispiel Pouncey oder auch Free Agency. Connor ist eigentlich auch frei. Hier aber noch drin. Das heißt, es ist quasi der letzte Stand des Kaders der letzten Saison vor offiziellem Ende der Saison. Deshalb ist jemand wie Dwayne Haskins hier mit drin. Kommt uns natürlich zugute. Hier könnt ihr euch den Kader einmal anschauen, einen Überblick verschaffen. Verletzungen sind hier natürlich auch mit drin. Aber Bush ist hier zum Beispiel schon wieder fit. So. Dann habt ihr hier fürs Team noch einige andere Sachen. Ihr könnt Rooster angucken, in der Tiefe, Injury Report, die Salaries speziell nochmal angucken. Weitere Möglichkeiten für den Kader. Ihr seht hier Punkte zum Coach. Eure Ziele, ihr könnt das Schema anpassen, wie ihr spielt und so weiter. Hier unten die Free Agency und der Trade Block. Gucken wir einmal kurz rein. Hier seht ihr alle freien Spieler. Colin Kaepernick, unverschämt. 81 seit Jahren nicht gespielt. Aber gut, dafür wurde EA schon reichlich kritisiert. Könnt hier also dann die Spieler verpflichten. Hier unten ist immer fix für ein Jahr. Danach könnt ihr dann, wenn ihr verlängert, ein bisschen was Langfristigeres raushandeln. Das Ganze könnt ihr natürlich dann auch filtern, wer zum Beispiel noch im Practice Squad kann, wer nicht, um das Alter auch ein bisschen einzugrenzen, wo das in der Saison auch
bis ins hohe Alter möglich ist. Und hier natürlich die Position. Je nachdem, was ihr sucht, könnt ihr das Ganze hier etwas verfeinern. So, Trade Block haben wir auch hier. Hier könnt ihr dann Spieler draufhauen, gezielt nach Positionsupgrade suchen oder ihr geht hier einfach die Punkte durch. Das aber im nächsten Video, da gehen wir genauer drauf ein. Hier habt ihr alles zur Liga. Ihr könnt die X-Factor Database durchgucken. Es gibt Spieler, die Bronze quasi sind, Silber, Gold, je nachdem von der Gesamtstärke aus. Und es gibt welche, die haben dann den X-Factor, das heißt, sie haben spezielle Stärke. Man wirft sie viermal an und dann ist X-Factor aufgefüllt und dann sind sie nochmal besser, um tiefe Pässe, auch in Doppeldeckung zum Beispiel, definitiv zu fangen. Haben nicht viele Spieler, könnt ihr euch hier angucken. Hier als Beispiel, hier seht ihr dann immer, was der X-Factor ist. Gibt es einige Spiele, TJ Watt bei uns zum Beispiel hat es. So, dann Transactions, genau, könnt ihr euch angucken, was ist als erstes passiert. Wir wurden verpflichtet, Mike Tomlin wurde gefeuert und hier sind alle Transaktionen der Liga. Könnt ihr hier natürlich auch nochmal beliebig filtern nach dem, was ihr sehen wollt, was euch interessiert. Schedule, ganz klar, Team, League, ihr könnt euch anschauen, wer gegen wen spielt. Die Stats im Allgemeinen der Spieler, Rekorde, Karriere-Stats, Coach-Stats, könnt ihr euch alles reinziehen. Unten rechts seht ihr dann nochmal eure Division und News, die immer wieder angezeigt werden. Und bei Options, ihr könnt es erahnen, sind die Optionen. Hier können wir wieder in die Settings und ihr könnt verschiedene Sachen einstellen. Jetzt nehmen wir als Beispiel dann Big Ben und als Leader mal ein bisschen was fragen. Ihr könnt das Ganze natürlich abbrechen oder ihr führt einfach eine Unterhaltung. Später ist es wichtig, wenn zum Beispiel euer Defensive Coordinator Fragen stellt, geht es auch darum, was die Ziele für das Game sind. Wenn ihr dann sagt, wir stoppen den Lauf, die kriegen keinen Touchdown hin, es ist absolut wichtig, zum Beispiel gegen die Raiders Josh Jacobs zu stoppen, dann kann das als Ziel ausgesprochen werden. Er schafft keine 100 Yards Rushing und keinen Touchdown. Erfüllt ihr das, kriegt eure gesamte Defensive Line nochmal extra XP, um in der Gesamtstärke zu steigern. Solltet ihr euch genau angucken, aber auch überlegen, wenn ihr gegen jemanden spielt, dessen Stärke genau da ist, wo eure Schwäche ist, pokert nicht zu hoch, sonst kommt am Ende gar nichts bei raus. So. Schöne Unterhaltung mit Big Bang Gefühl. Und ja, jetzt können wir eigentlich auch loslegen. Und gucken wir jetzt nochmal. Rooster an. Ihr seht, hier müssen wir einige Cuts durchführen. Die Stärke, ihr könnt die Spieler natürlich beliebig anpassen. Das heißt, ich will zum Beispiel Vince McDonald nicht auf der Fullback-Position sehen. Dafür haben wir Derek Ward und Samuels, den ich persönlich im Spiel zum Beispiel sehr gut finde. Ihr müsst euch einen Einblick verschaffen über euer Team, was die Stärken sind, was die Schwächen sind. Es sind Spieler dabei, die von den Werten her nicht unbedingt sehr gut sind, die euch vielleicht beim Spiel liegen. So ist es bei mir bei Samuels. Mag ich persönlich sehr gerne. Es sind auch so Sachen wie Ray Ray, McLeod, Gesamtstärke 69, klingt nicht überragend. Ich finde ihn echt gut. Er catcht richtig viel weg, ist ein schneller. Solltet ihr euch definitiv mal genauer angucken. Jetzt sehen wir hier natürlich viele Spieler, die so mit reinfallen. Schaut es euch genau an. Und ihr verschafft euch da mal einen kleinen Überblick. Dann würde ich sagen, als nächstes können wir schon mal das
Preseason-Game starten. Hier vielleicht noch zur Erklärung, ihr habt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt eine schnelle Erfahrung machen, wie ihr hier seht. Ihr könnt das gesamte Spiel spielen. Ihr könnt nur Offense, nur Defense machen. Je nachdem, was euch am meisten liegt. Preseason, ich werde dieses erste Spiel definitiv Full Game machen. Grundsätzlich, ich spiele relativ viel Offense. Defense finde ich persönlich verdammt schwer. Im Zweifel immer den Edge Rusher nehmen und dann auf den Quarterback. Da könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Müsst ihr selbst wissen, wo ihr am meisten Bock drauf habt, was euch liegt, was ihr könnt. Aber wir werden hier Full Game gleich starten. Das soll es fürs erste Video gewesen sein. Und im nächsten geht's los mit dem Spiel.